It's early in the morning, way before dawn. I down a cup of coffee, put my lucky hat on. Get down to the water before all the crowds. Gonna have more fun than the law allows. With my hot rod, I go out to cruise. When I'm on the prowl, I never lose. I fired my Merc and put the throttle down, 'cause I've got the fastest fishing boat in town. I open up my tackle box, it's so big. Crank bait, stick bait, beer and digs. Got my bobbers on and my 10-pound test. Gonna catch me a lucker, gonna be the best. Gonna go fishing. Gonna have some fun. Gonna go fishing. 'Cause it's number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt and scrape out its guts. Ah, fishing. I fish on the lake by the sunken tree stump, between the sewage output and the chemical dump. Don't swim in the lake, says a sign on a tree. It's a good thing that fish can't read. I got my $10 lure, the one that floats, and I make a big cast from my 20 grand boat. With my $1,000 rod, or maybe it's more, gonna catch me a fish that's $5 at the store. Gonna go fishing. Gonna have some fun. Gonna go fishing. 'Cause it's number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt. Gonna catch a fish. And scrape out its guts. Fishing. I feel something tugging on the end of my line. I'm gonna catch a fish, it's going to be so fine. Fish, 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 so fine. Oh, it feels so good to touch fish slime. Slime, 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 fishy slime. There's nothing else to do with my free time. Time, 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 waste of time. Eat a fish, 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 swallow a fish, 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 digest a fish, 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 out comes a fish, 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 it was a fish, 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 gonna go fishing, gonna have some fun, gonna go fishing, 'cause it's number one, gonna go fishing, gonna sit on my butt, gonna catch and scrape out its guts. Gonna sit on my butt and scrape out its guts. Fish, fish, fishing, C-A-N-A-D-A. It's early in the morning, way before dawn. I down a cup of coffee, put my lucky hat on. Get down to the water before all the crowds. Gonna have more fun than the law allows. With my hot rod, I go out to cruise. When I'm on the prowl, I never lose. I fired my Merc and put the throttle down, 'cause I've got the fastest fishing boat in town. I open up my tackle box, it's so big. Crank bait, stick bait, beer and jigs. Got my bobbers on and my 10-pound test. Gonna catch me a lucker, gonna be the best. Gonna go fishing. Gonna have some fun. Gonna go fishing. 'Cause it's number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt and scrape out its guts. Fishing. I fish on the lake by the sunken tree stump, between the sewage output and the chemical dump. Don't swim in the lake, says a sign on a tree. It's a good thing that fish can't read. I got my $10 lure, the one that floats, and
I make a big cast from my 20 grand boat with my $1,000 rod, or maybe it's more. Gonna catch me a fish that's $5 at the store. Gonna go fishing. Gonna have some fun. Gonna go fishing. Cause I'm number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt. Gonna catch a fish. And scrape out its guts. Fishing. I feel something tugging on the end of my line. I'm gonna catch a fish, it's going to be so fine. Fish, 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 so fine. Oh, it feels so good. Was macht ihr denn schon wieder hier? Digga. Digga, was macht ihr denn schon wieder hier? Habt ihr kein Leben oder so? Und damit willkommen zum 6. legendären Angelstream. Na, was habt ihr in euren 1,5 Stunden freie Zeit gemacht? Hattet ihr endlich mal ein schönes Leben ohne mich, oder was? Ich habe World of Warcraft noch gar nicht gestartet, das wird jetzt absorbiert. Und ich habe eine nice Pizza. Denn Pizza macht Spitza. Ich hatte leider keine Zeit, die noch zu essen. 1,5 Stunden waren wenig Zeit. Das glaube ich. Du bist gerade auf Energy. Ich nicht. Ich bin auf Leben. Heute Mittag gab es bei Aldi, nee, bei Penny, wo wir gerade eben waren, gab es noch Monster Energy. 10 Stück für nur 8,88 Euro. Aber jetzt waren sie nicht mehr da, sonst hätte ich mir auch 10 Stück gegönnt, ey. Ich hätte mir 10 Stück gegönnt, Mann. Aber leider sind die nicht mehr da gewesen, nur dieses Juice. Aber ich möchte den Weißen, weil der Weiße ist der Heiße. Lauf ein bisschen auf der Stelle, Darius, das hilft. Und dann? Damit ihr nicht meine riesengroße Fresse hier sehen müsst, wie sie ist. Sportstream gibt es, Mann. Ich habe mir auch eben überlegt, bis vor ein paar Tagen hatte ich noch unlimitiert Datenvolumen für 1 Euro. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, um einen IRL-Stream zu machen. Aber naja. Und eben, ich war draußen, ne? Es war so schön draußen. Der Schnee liegt einfach so krass. Überall ist es schön weiß und schneeig. Das passt jetzt auch zu dem coolen Song, der gerade läuft. Der 100%ig geclaimed wird. Nice. Es war so schön draußen. Alles war schön weiß und hat immer noch geschneit. Wo angeln wir überhaupt heute? Ja, ich mache jetzt mal meine Fresse weg, ne? Ja. Bitteschön. Aber schon wieder das Spiel. Ich bin ein absoluter Anfänger-Streamer. Hallo? Da ist es. Bitte sehr. So, wo angeln wir denn heute? Aber ja, wir können uns was aussuchen. Dann machen wir heute, weil Darius noch nicht gesehen hat, die Grizzly-Hügel. Ja, früher bin ich auch einfach mit. Ich bin früher mit Pullover rausgegangen bei Schnee. In meiner Hardcore-Zeit. Aber inzwischen ist mir auch so kalt, ich brauche Handschuhe, ich brauche Schal, ich brauche Mütze, ich brauche alles. Nice. Ja, das brauche ich auch. Darius over 9000. Boah, jetzt hätte ich auch keine Energy. Scheiße, Mann. Wären die 10 Stück für 8,88 noch da gewesen, hätte ich mir alle gegönnt. Dann hätte ich jetzt 10 geile Energies.
Aber leider war es mir nicht vergönnt. Wieder war noch einer. War da noch ein 10er-Pack? Da war kein 10er-Pack mehr. Ach, ein einzelner, ja. Aber die kosten ja 1,60 das Stück. Aber den hätte ich jetzt auch gerne. Oh je, ihr seht den Gildenchat ein bisschen, da wird gerade ein bisschen gefrontet. Da wird gerade ein bisschen die Politik gefrontet. Geht's dir gut, Darius? Die sagen, dass sie sich aufregen, dass die Heizung ausgefallen ist. Und jetzt fronten die gegen die Politik deswegen. Ja. Darius muss, um den Schmerz zu erleiden, Energie trinken. Das ist seine Droge. Aber jetzt, wo ich kein Energy mehr wirklich trinke, ganz selten mal merke ich, dass Energy wirklich was macht mit dem Körper. Oh, guck mal, wie süß! Oh mein Gott, hier sind jetzt Tannenbäume! Ab heute hat das Winterhauchfest begangen. Ich muss mir dann noch ein Tutorial angucken. Ich glaube, jetzt kann man jeden Tag ein Geschenk öffnen und so. Es weihnachtet nicht nur am echten Leben, es weihnachtet jetzt auch in World of Warcraft. Das heißt, auch in allen Dungeons, überall ist jetzt Deko. Keine Ahnung, wer der Kolinski ist. Den möchte ich mir wohl nicht zuschauen. YOLO-Modo. Okay, dann beginnt jetzt der legendäre Angelstream, ne? Wir haben 10 nach. Die Angel wird ausgepackt. Wo ist die Angel? Da. Ich brauche auch unbedingt so einen Stehtisch eigentlich, damit ich viel agiler und energiegeladener im Stream sein kann. Da ist unser erster Fischschwarm von heute. Was? Da angelt noch jemand anderes. Er denkt sich jetzt, was soll die Scheiße, warum bist du an meinem Loch? Aber ich bin extra gerade abgestiegen dafür. Ich kann doch jetzt nicht wieder aufsteigen und weiterfliegen. Und jetzt regt er sich bestimmt dreimal auf. Ich glaube, so ein Tisch kostet ein paar hundert Euro. Ich mag Kaffee auch nicht. Der ist mir immer zu bitter. Aber ich habe gehört, Kaffee soll gar nicht bitter sein. Also vielleicht mag ich Kaffee ja doch. Aber jeden Kaffee, den ich bisher getrunken habe, war einfach ekelhaft bitter. Thank you.
wieso haben wir überhaupt gerade diesen Beat? Ich habe mir gerade extra eine Playlist gemacht. Wir müssen doch jeden Tag beginnen mit Can I Kill You Tonight? Can I call you tonight? Du, 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 du. Und Baby, was, ich meine natürlich Aki Fuchs, warst du heute erfolgreich in Animal Crossing? Hast du deine 1,2 Millionen schon verdient, um dann ja dein Haus zu erweitern? Nur noch 400.000 Sternis. Boah. Habe ich ja schon zwei Drittel geschafft. Wenn ich eine Capture Card hätte, dann könnte ich. Dann könnte ich auch Switch Streams machen. Dann könnten wir hier Mario Party oder Mario Kart und so spielen. Oder einen legendären Wii Sports Stream mit S-Cam. Ja. Wollt ihr meinen Arsch sehen? Ja! Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ihr meinen Arsch sehen wollt. Oh je. Zieh mir denn aber auch so eine richtig eklige Sporthose an, okay? Damit mein Arschloch so richtig schön betont wird. Vielleicht kriege ich dann mal ein paar Klicks. Haha. Ja, meine ich also, eine Po-Hose. Ja, ja, ja. Das war mir doch klar, dass ihr beiden absolut überzeugt von der Idee seid. Freut ihr euch schon morgen, dass es morgen wahrscheinlich Kanalpunkte gibt? Oder übermorgen? Was soll ich eigentlich alles für Kanalpunkte machen? Man kann ja eigentlich alles machen. Ich kann machen, dass irgendwie... Boah. Ich sollte machen, dass wenn man genug Kanalpunkte hat und das so macht, dass dann einfach so ein Alarm losgeht, dieses Düt, Düt, so richtig alarmmäßig. Aber was passiert dann? Irgendwas muss dann passieren. Aber den sehe ich ja nicht, den seht nur ihr dann. Also, ich würde den Ton hören, aber ihr würdet den Jumpscare sehen. Dann kann man sich Glückskekse drucken lassen. Okay.
freut ihr euch schon auf 5 legendäre Sub-Emotes? Ich hoffe, man kann die mit Kanalpunkten freischalten lassen. Ich will nur deinen Sub haben, ja Mann. Twitch Prime ist kostenlos, weiß doch jeder. Ich mach ja, dass man die mit Kanalpunkten kriegen kann, wenn es geht. Dann brauchst du nichts haben. Juckt mich ja auch nicht, die 2 Euro. Aki braucht Prime, damit sie mir es haben kann. Eigentlich haben wir ja dann ein günstigeres Twitch Prime. Weil wir nutzen das Twitch Prime ja für Prime Video und so und für Bestellungen. Und wir kriegen Geld davon einfach zurück, wenn Aki mich subbt. Einfach IQ 300, wir kriegen einfach Geld zurück. Dann müssen wir ein richtig cooles Pengu-Emote machen. Und 4 andere, ich weiß nicht was. Wir müssen uns das überlegen. Drogen! Ja, lustigerweise, früher als ich TBC gespielt habe, oder Classic, habe ich ganz am Anfang jemanden auf Twitch gesehen, der hieß Classic Leroy. Und es gibt ja diesen Leroy Jenkins Meme. Und den bin ich auf seinen Kanal gegangen und dann stand unten in seinen Kanalpunkten, konnte man sich, also man hat irgendwie 400 Kanalpunkte bekommen, wenn man ein Follow gemacht hat. Und man konnte eigentlich für 300 Kanalpunkte, war da so ein Emote, dass er in der Bonk ziehen soll. Und das fand ich so sympathisch, dass ich dem immer noch folge. Das ist ein Franzose, der in Kanada wohnt. Der heißt jetzt aber Vastas TV und nicht mehr Classic Leroy. Ja, süchtig einfach. Das ist doch eine gute Interaktion, oder? Und dann hat er für mich eine Bon geraucht. Sehr süß. Sehr süß fand ich das. Da war ich sehr begeistert von. Werden wir heute die... Ich kann mal heute die Chance rausgucken. Wir sind ja heute bei den Grizzly-Hügeln. Ich kann auch mal Asu mal kurz hier meinen Link schicken, vielleicht kommt er ja rein. Ach so, eine Flasche Wodka. Nee, Digga, Alkohol kommt mir nicht ins Haus. Das ist... Die harten Drogen nehme ich nicht. Grizzly Hügel, heute haben wir eine Chance von 0,06% für die Meeresschildkröte. Ich würde vielleicht einen einzigen Shot trinken. Oder weiß ich nicht. Wo ist man denn schon leicht betrunken? Vielleicht 3 Shots, 4 Shots? Aber ich habe ja auch gar keinen Alkohol zu Hause. Wir haben nie Alkohol zu Hause. Damit auch bloß keiner auf die Idee kommt, wenn wir mal Besuch haben, dass wir auf einmal anfangen zu trinken. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was geht, Asu? Willkommen zu deinem ersten legendären Angelstream. An Tag Nummer 6 hast du es mal geschafft, oder? Nicer Dicer Fusion, Mann. Wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Hast du Spaß?
an deinem Leben. Einfach wieder eingeschlafen. Ich hoffe nicht bei meinem Stream. CE. Ach, Darius, das ist so ein Banger, ne? Ich fand ja den anderen Song erst besser, aber das ist schon ein Banger. Danke für diesen Tipp. Aber was, lasst euch mal was einfallen, was man für Kanalpunkte machen kann. Ja, genau, genau, Aki hat völlig recht. So ist das nämlich. Hast du dich jetzt wieder abreagiert, nachdem du 20 Minuten gestanden bist, Darius? Boah, ich bin neidisch. Glaubst du, ich kann gleich nochmal ganz schnell zu Penny rennen? Vor dem Raid. Wir müssen gucken. Obwohl, fängt ja auch eigentlich erst um 20 Uhr an. Ich kann mich um 19.30 Uhr in die Gruppe einloggen. Dann laufe ich ganz schnell zu Penny, hole mir ein Energy und komme zurück. Ey, was guckst du? Werden wir heute die 0,06% Schildkröte bekommen? Ich glaube ja, ja. Ich glaube, die wird uns heute vergönnt. Oh je, mein freshes Angler-Outfit, du hast völlig recht. Warte. Pengu ist auch dabei. Wir müssen einmal am Tag den hier machen. Pengu waschen, weil er stinkt. Und Pengu hat uns lieb. Oh, Pengu! Oh! Okay. Interface. Helm anzeigen. Bam, Alter. Der Hut eines Anglers. Hot. Ja, Mann. Aber was können wir machen? Was können wir für Kanalpunkte machen? Ich könnte Hampelmänner machen, weil ich bin ja ein Hampelmann. Hahaha. Habt ihr Bock auf motische Hampelmänner? Mein Gehirn. Ja, da würdet ihr mich sehen. Okay, gut. Oder bei genug Kanalpunkten drucke ich mir irgendwie was aus und hänge es hier an die Wand. Wie wär's damit? Dann steht da so I love Darius im Hintergrund oder so. Aber das müssen schon ein paar mehr Kanalpunkte sein, weil ich habe momentan keinen Drucker zu Hause. Da müsste ich extra drucken gehen. Vom nächsten Stream. Alter, ja. Überzeugt oder was? Ich habe ja noch in der alten Wohnung eine Tafel. Aber ist eine Tafel so nice? Ich könnte auch eine Tafel im Hintergrund, dann kann man das auch. Dann müsste ich das nicht an die Wand kleben, sondern könnte es mit Magneten anhängen. Das ist dann die Ehrentafel. Ich habe eine Hose an. Ich habe mir eine neue, coole Hose gekauft. Ich trage im Stream immer eine Hose. Ich bin ein vorbildlicher Streamer, okay? Ich bin neu auf die Fresse geflogen, meine Hose war kaputt. Ich habe am selben Tag eine neue, nicht mehr so schöne Hose, wie sie vorher war, aber eine Hose gekauft. Das ist ein bisschen sad. Ich habe mir zwei Hosen gekauft. Ich glaube, die haben 80 Euro das Stück gekauft. Ich fand die so cool. Das waren meine allerliebsten Lieblingshosen, beide Schrott.
Darius, alles, was du dir wünschst. Alles, was du dir wünschst. Außer natürlich NSFW-Zeug. Weil sonst bin ich schneller gebannt, als ich NSFW sagen kann. Obwohl, ich glaube, einen der 6 Streams habe ich in den letzten Tagen ohne Hose gemacht. Ja, einmal war ich hier ohne Hose. Aber ich sag euch nicht wann. Nicht, dass wir noch anfangen, da rein zu skippen und unanständige Dinge zu tun. Ja. Ich habe mir überlegt, weil Aki ist ja. Wahrscheinlich werden die mir alle dann nicht zugucken können. Weil jeder hat ja da eigentlich was zu tun. Aber Aki hat ja zu Weihnachten Arbeit leider. Also könnte ich um zu Weihnachten mein Weihnachtsmann-Kostüm anziehen und in einem Weihnachtskostüm hier streamen. Oh shit, meine Kamera. Welches Angler-Intro? Ach so, ja. Das ist der erste. Aber was? Ich weiß nicht, welchen Satz ich sagen soll. Das ist der erste deutsche. Das ist die erste deutsche Live-Unterhaltung mit dem legendären Angelstream. Oder irgendwie sowas. Das muss schon offiziell klingen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es wäre auch lustig, wenn ich irgendwie nur so ein grünes Oberteil anhätte. Und dann könnte ich mir immer, aber es müsste echt ein schlaues Programm sein, denn dann könnte ich mir immer so Anzüge und sowas darauf beamen lassen. Mir per Greenscreen. Einfach CGI hier im Stream. Oder ich hole mir einen grünen Anzug und dann mache ich da immer was anderes drauf. Die Pilgersachen in-game, ja genau, den Anzug. So einen Anzug brauche ich. Gibt es einen World of Warcraft Kostümshop? Aber demnächst bin ich auf einer Hochzeit, das heißt, da muss ich sowieso einen Anzug kaufen. Dann habe ich einen Anzug. Dann kann ich das drehen. Lol, wie viele Hüte hat er denn? Okay, das ist wohl ein Hutsammler. Es erinnert mich wieder daran, dass ich in Minecraft, wenn der Server ein bisschen fortgeschrittener ist, dann will ich da Quest einbauen und sowas. Und wenn man die Quest abgeschlossen hat, dann soll man auch so Hüte bekommen. Weil man kann sich ja ein Hat anziehen und dann mache ich einfach so Hats, wo nur eine Krone und sowas ist. Und dann kann man in den Quest rein zum Beispiel eine Krone gewinnen oder einen Axolotl-Hut oder einen Anglerhut oder sowas. Das wird schon lustig. Weil wir haben ja an, dass man Netherit-Rüstung und Diamant-Rüstung nicht sieht, damit man den Skin sieht. Aber bei Hats wird es ja dann wieder funktionieren. Das wäre schon cool. Mann, fuck mich doch nicht ab. Ja, ich fange demnächst mal mit einer kleinen Quest an. In Rookie Village. Vielleicht die Geschichte um Johannes den Säufer. Eigentlich sollte ich auch Johannes den Säufer wieder als Hexe zurückbringen, oder? Weil den könnte man. Oder ich mache, dass man den halt nicht angreifen kann.
Und je nach Queststatus eines Spielers ist er entweder eine Hexe oder ein normaler Mensch. Vielleicht kann ich ja machen, dass irgendwie ausgelöst wird, dass der Blitzstrahl kommt. Und irgendwie nach 20 Minuten oder sowas ist er dann wieder ein Dorfbewohner. Sodass das in die Quest mit rein integriert wird. Aber was bekommt man am Ende? Vielleicht einen Trank, mit dem man sich unendlich betrunken machen kann? Das wäre schon lustig, oder? So mit richtig krassem Übelkeitseffekt. Ein Hexenhut. Das wäre auch okay. Das wäre auch gut. Aber ein Hexenhut. Ich glaube, das geht skinmäßig nicht, oder? Weil der muss ja eigentlich spitz sein. So ein typischer Hexenhut. Ja, so Gimmicks gehen ja auch, was halt in Minecraft möglich ist, ne? Viel ist hier leider nicht möglich. Und so Rüstungsteile und sowas, was wirklich was bringt, das soll ja nicht. Das soll ja nur so Spaßzeug sein. Spielzeuge, wie man sie in World of Warcraft nennen würde. Weißt du noch, wie wir damals Pets in Minecraft integriert haben über ein Add-on? Da, wo wir auf einmal mit einem Enderdrachen rumgeflogen sind? Sowas ähnliches könnte man eigentlich auch wieder machen, aber ich weiß nicht, ob das denn wieder zu entfernt von Vanilla ist. Aber was heißt zu entfernt von Vanilla, ne? Man kann auch mit einer Leiter rumfliegen. Aber dass man dann vielleicht, weiß ich nicht, ein Pet hat. Ich hatte ja letztens noch dieses Pet-Addon, dass Aki ihren Fuchs haben konnte, der ihm hinterhergelaufen ist. Darius, willst du nicht einen Axolotl haben, der dir immer hinterherläuft? Ja. Wir machen einfach die Regel, das Pet, das du haben möchtest, das musst du haben. Vielleicht kann man das ja irgendwie machen über ein Item, das man dann dem Pet gibt. Also du musst das Ding erst finden und dann kannst du dem Ding das Item geben und dann läuft es hinterher. Und du kannst halt ein pro Zeit auswählen, welchen du haben möchtest. Sowas gibt es bestimmt oder man kann es bestimmt einstellen. Das wäre ein gutes Feature. Und einfach denn, dass das Pet halt hier hinterherläuft und God-Mode anhat, damit es nicht zerstört werden kann. Und dass es aber trotzdem noch seine Features behält. Also wenn du zum Beispiel ein Pferd hast, kannst du immer noch jedes Mal darauf gehen und reiten. Oder wenn du dieses kleine hässliche Lava-Viech hast. Lebt Akis Panda eigentlich noch? Muss er eigentlich, ne? Ich hab kein Panda. Ich hab das da. Das da hab ich. Ein Schneetiger. Ein Winterfrostsäbler.
Ihr könnt alle zuschauen, wie Hörnchen sich leckt. Oh, jetzt legt er sich dahin. Oh mein Gott, aber Hörnchen, kannst du dich nicht ein paar Zentimeter in die andere Richtung legen? Da habt ihr Hörnchen. Jetzt nehmen wir mal nicht die Sauhörnchen. Oh. Oh. So ein Süßi. Jetzt denkt er sich, bitte flausche mich doch weiter, du Penner. Ich sehe es ganz genau. Wir haben bisher noch keine Schildkröte erhalten. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten, um die Schildkröte zu erhalten. Asu, bist du noch da? Immer schön fragen. Wir brauchen ja Chataktivität. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, der Asu ist weg. Gut, dass ich einfach gar nicht merke, wie ich hier überhaupt angle. Ich mache das schon Brain off, klar. Danke, Hörnchen. Danke, dass du mir Klicks bescherst. Ich sollte den Twitch-Stream nennen. Ich habe eine Katze im Hintergrund. Bitte schaut mir zu. Ich kann auch machen, dass man mit genug Kanalpunkten, dass ich mir einfach einen Namen von euch ins Gesicht schreibe. Über den ganzen Stream über. Das wäre toll, oder? So richtig dumme Sachen. Einfach kein Fischwarm gerade. Irgendjemand angelt hier auch. Das ist ganz schön nervig. Ah, hier ist einer. Nice. Ja, ich mache hier auch ein paar mehr. Aber nun muss ich wirklich meinen Monitor, meinen Schreibtisch eigentlich umstellen, ne? Damit ich auch genug Hintergrundplatz habe. Meine Kamera ist schon wieder schief. Oder ich mache einen auf den hier. Na, Leute? Wie ist es so, wenn ihr so vor mir seid? Ich kann euch jetzt genau in die Seele schauen, während ich angle. Wie findet ihr das, hm? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das, wenn ich euch in die Seele schaue, hm? Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast, Darius. Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast, Aki. Ja. Okay. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich weiß doch, ihr wollt unbedingt Hörnchen wiedersehen. Oh mein Gott. Wie findet ihr diese Kamera? Hallo, ich bin hier. Es geht. Hörnchen guckt. Oh je. So. Ich habe Durst. Ich habe kein Trinken. Ich habe Durst und ich habe kein Trinken. Ja, der denkt sich,
immer nur um World of Warcraft spielen. Immer kuscht er, immer redet er nur von Penguin. Was ist mit mir? Das denkt er sich. Ey, meins. Was soll die Scheiße? Sieht er nicht, dass ich ein Angler bin? Sieht er nicht meinen Hut? Wie kann man so eigentlich zum Angeln gehen, hä? Ist halt ekelhaft. Ist halt ekelhaft. Ohne Anglerhut angeln zu gehen. Was geht? Also, du bist ja wieder da. Ich habe gerade nach dir gefragt. Guck mal, ich hab hier einen Frostsäbler. Einen echten Frostsäbler habe ich hier. Ja, geiles Emote. Boah, wie ist das derselbe? Ja. Mann, das ist mein Angelspot. Wissen die nicht, dass jeden Tag um 18 Uhr Angeln für Moti ist? Und dass ich jeden Tag ein anderes Gebiet nehme? Und dass heute Grizzlyhügel am Start ist? Das müssen die Leute doch wissen. Was ist denn los mit den Leuten? Das ist heute mein Gebiet um 18 Uhr. Das wäre auch ein bisschen eleganter, wenn ich hier eine Tasse hätte, ne? Oder so. Also, ich halte fest, wir nehmen Hampelmänner, die ich machen muss. Und wir machen hier eine coole Wand. So ein Whiteboard, wo ich dann Bilder anhänge. An euch Süßis, wenn ihr genug Kanalpunkte gesammelt habt. Und ansonsten fällt uns bestimmt noch was Süßes ein. Und einer der 5 Sub-Emotes wird Pengu sein. Da müssen wir uns aber noch überlegen, was wir sonst noch für Sub-Emotes machen. Vielleicht einen geistig behinderten, verrückten Moti, der irgendwie so guckt. Irgendwie so oder so. Ja, ein Autism-Emote. Irgendwas richtig Behindertes. Irgendwie so. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was autistisch ist. Oh mein Gott, das Ding muss... Eine Lichttafel, wo Schriftzüge drüber gehen. Gibt es sowas denn? Ich weiß, früher gab es so eine Uhr, die Abonnenten und alles anzeigen konnte. Und die konnte man auch so einstellen, dass man da Sachen drauf machen konnte. Die hatte früher ja jeder. Wo ist die 0,06% Schildkröte? Wir sind schon bei Tag 6. Bei Tag 6 und wir haben absolut nichts Seltenes geangelt, ne? Nichts. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt was Seltenes in den Gewässern ist. Aber ich glaube, den Dustbringer, den habe ich hier aus so einem Fischfarm. Den 1 zu 28.000 Dagger. Also hast du den eigentlich noch? Hast du den 1 zu 28.000 Dagger noch? Eines der seltensten Items. Oh. Die es im Spiel gibt. Achso, ich habe gar nicht gelesen. In der Bank. Ich will, dass du den heute bei Kel'Thuzad benutzt, okay? Scheiß auf deine Loks. Okay. Aber viel Spaß beim Essen. Viel Spaß beim Essen. Bis gleich im Raid. Ja, ich will nur bessere Loks haben als du, das weiß doch jeder. Peace, Mann. Schalte morgen wieder ein um 18 Uhr, Angelstream. Jeden Tag.
Wir müssen auch eigentlich unbedingt mal schnell die Kamerahaltung kaufen. 20 Euro kostet die. Wir müssen gucken, ob der Geldbeutel das zulässt. Ich sollte Spendenziel machen, 20 Euro Kamerahaltung. Kann ich mir nicht leisten. Oh je. Ja, aber dann spreche ich extra auf mein Kringsch Englisch, okay? Hello, mein Name ist Philipp. I am 23 years old. I live in Germany. Ich bräuchte hier auch irgendwie eine Lichtershow oder sowas. Wenn man denn genug Emotes. Oder weiß ich nicht, vielleicht die Lampe? Könnte man nicht so eine Philips Hues, also so eine Philips-Lampe kaufen und die damit vielleicht verbinden? Dass die Lampe irgendwie in den Party-Modus geht? Wenn man genug Kanalpunkte eingelöst hat? Meine erste Idee war jetzt irgendwie so eine Lichtershow, dass irgendwie richtig ADHS Ballaballa losgeht mit Alarmsound und allem. Aber ich glaube, das ist gar nicht gut, wenn ihr mein Zimmer steuern könnt. Oh je. Aber zum Glück kann man ja einstellen, dass es einen Cooldown gibt. Ja, mitten in der Nacht. Aber das geht ja alles denn, glaube ich, nur, wenn ich wirklich OBS anhabe. Es wird ja alles über OBS gesteuert. Heute sag ich Mama, dein Sohn wird ein Star. Ich hatte aber früher die Idee, dass man vielleicht einen Schlafstream macht und jedes Mal, wenn jemand einen Sub reinmacht, kommt irgendwie eine Minute so ein lauter Alarmsound. Das wäre so schlimm, aber auch lustig, oder nicht? Also für die Zuschauer. Alles für die Zuschauer, Mann. Kunde ist König. Wie viele Fische habe ich schon? 1, 2, 3, 4. Fast 100 Stück. Fahren wir heute irgendwie langsam? Ja, wahrscheinlich, weil hier so viele Leute am Angeln sind nebenbei mit mir. Ja, genau. Mir wurden Fische geklaut einfach. Stahldieb. Ich mag diesen Song, diesen Underground-Song. Ich habe auch auf seinen Kanal geguckt, das ist der einzige Song, der gut ist von dem. Den Raid werde ich heute aber nicht streamen. Ich mache gleich aus nach dem Angelstream. Ich mache aus nach dem Angelstream. Den Raid, den gönne ich mir nochmal alleine. Vielleicht kann ich den morgen streamen, den 10er, aber der 25er ist mir noch wichtig. Ist auch nervig, dass ich hier nur gefühlt 3 Skills nutzen kann mit der Angel.
Wenn die hier kommen und mich angreifen, kann ich nichts machen. Gar nichts. Aber ich zieh doch nicht extra meine Angel um. Ich bin ein Angler. Die Angel ist OP, Mann. Und ich habe ja auch gar keine Rüstung an. Ich habe diesen Hut an, der bringt aber nicht viel. Und diese Sachen hier, das Outfit, das bringt gar nichts. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Donnerstag. Das heißt, morgen ist Friday. Und Samstag gibt es denn schon wieder das erste Angel-Event. Das werde ich auch wieder streamen. Aber das ist um 14 Uhr. Das passt jetzt nicht mehr mit meinem Angel-Stream. Ich kann nicht mehr 13 Uhr Angel-Stream machen und 14 Uhr dann das Event. Da muss ich wohl ein Spezial-Angel-Stream um 14 Uhr dazwischen hängen. Oh nein. Ich glaube, der Grizzly gewinnt. Bitte Angel, bitte. Ja, Mann. Ich sollte mal hier was trinken und essen. Meine scheiß Fäden hier gehen die ganze Zeit ab. Hier. Das nervt voll. Ich muss das die ganze Zeit wieder so rankleben. Cool. Ja, stimmt, du kannst Nachrichten anpinnen. Aber wie lange bleiben die angepinnt? Du kannst einiges. Wenn demnächst irgendwie ein Spaß hier in den Stream reinkommt, dann kann ich sagen, Ziranja, bann den weg. Da freue ich mich schon drauf. Du bist mein Big Mac, okay? Und ich werde dich auch nicht feuern. Okay? Du bist schon 5 Jahre oder so Follower auf diesem Kanal. Du bist schon 5 Jahre Moderator oder so auf dem Kanal. Aber ich streame erst seit 6 Tagen täglich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben insgesamt 10, 20 Mal gestreamt. Ich kann das sehen. Ich kann das sehen auf meinem Kanal, warte. Ich schaue extra für dich nach. Extra für Darius-san. Creator Dashboard. Community. Rollenverwaltung. Moderator. Tiranias, vor 4 Jahren. Seit 4 Jahren bist du bei mir Moderator. Warte, wenn ich auf den Namen klicke, steht da dann auch irgendwas? Ja, steht einfach gar nichts. Steht das denn irgendwas, wenn ich hier auf Twitch auf den Namen klicke? Da steht, dein Konto wurde am 29. Februar 2016 erstellt und du folgst mir erst seit 8. November 2020, Darius. Also wenn ich du wäre, dann würde ich mich schämen. Du bist schon 4 Jahre lang Moderator. Da hast du wahrscheinlich irgendwann mal Follow aus und wieder angemacht. Ich bin frei. Ich hab große wilde Träume, ich lasse Fehler. Warst du da eine kurze Zeit Hater oder was? Oder was? Ab morgen, also ich hab ja safe meine 3 Zuschauer. Ich hab schon die ganzen Stream 5 Stück. Ja,
Morgen kann ich auch VIP-Status verteilen. Vielleicht hat Aki ja für ihre sechs Tage treue dabei sein an den VIP-Status verdient. Aber da muss ich mich nochmal mit meinem Moderator unterhalten. Herr Moderator, das kann ich ja nicht alleine entscheiden. Wir sind ja jetzt ein Team. Als ob. Du hast eine Anfrage? Du hast eine Anfrage für eine Aufhebung? Dann eine Sperre auf meinem Kanal? Ja, wer wurde gebannt? Das ist eine gute Frage. Darius macht seinen Job schon direkt. Der heißt Commander Root. Vor 2 Jahren. Okay. Ja, das ist ein Bot, glaube ich. Guckt er mir jetzt gerade zu? Nee, er ist ja gebannt. Ich muss auch alle Bots mal bannen. Auch wenn die nichts schreiben oder sowas und nur im Dings sind. Ich will die nicht in der Liste haben. Okay, ich schau. Ich wusste nicht, dass man früher schon Bannungsanträge stellen konnte. Hallo, Moderatoren vom Kanal Moti247. Ich lurke mit meinem Account nur und schreibe eigentlich fast nie etwas. Über eine Entbannung würde ich mich daher sehr freuen. Viele Grüße, Commander Root. Aha. Commander Root, der Lurkboy. Ich muss nicht das Bots Anfragen stellen. Und es ist 19 Uhr. Noch 10 Minuten. Und gerade mal nur 101 Fische heute. Heute ist echt der schlechteste Tag. Und dafür wird uns nicht mal die Schildkröte gegönnt. Aki, was machst du gerade? Du schreibst gerade gar nicht mehr. Achso, Doto, du schreibst schon. Frech. Einfach frech. Ja, aber was machst du gerade? Tauchen. Boah. Ist das nicht super, dass du hier zugucken kannst und gleichzeitig in Animal Crossing reich werden kannst? Das ist eine gute Antwort, Darius. Du bist eingestellt. Das war deine Testaufgabe. Nur noch 300.000 Sternis. Kolinski hat mir gerade ein Bild geschickt. Das muss ich hier eigentlich einblenden mal. Hier. So wird mein Stream geschaut.
Da. Ehre, oder? Hashtag Ehrenkulinzi oder was? Ganz groß. Auf was auch immer er da schaut. Ich hoffe, das ist nicht im... das ist in seinem Zimmer, oder? Ich hoffe, das ist nicht im Wohnzimmer. Das wäre... Okay. Kolinski schaut also zu. Ehrenkolinski. Wer mir wann gefolgt hat, das, wie siehst du das? Das habe ich mir selbst noch nicht mal angeguckt, wann mir irgendjemand gefolgt hat. Ich wäre auch mal interessiert, wer mir überhaupt noch folgt. Ah, du hast ein Mod-Tool. Ja, das ist ja praktisch. Da habe ich halt den richtigen Moderator ausgewählt. Fische. Aber nicht die 0,06% Schildkröte. Kann ja schon mal gucken. Morgen werden wir leider nur. Morgen werden wir leider nur noch 0,05% Chance haben. Aber das ist hier fast dasselbe. Aber übermorgen sind es ja nur noch 0,01, wenn wir wieder in der boreanischen Tundra sind. Denn gleich muss ich leider euch verlassen. Dann müsst ihr ganz stark sein, okay? Dann müsst ihr ganz, ganz stark sein. Papa Moti muss in die Schlacht ziehen. Ich muss in den Raid gehen und die besten Loks der Gilde fahren. Das ist einfach... es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber irgendjemand muss ja die guten Loks fahren. Irgendjemand muss ja in die Schlacht ziehen. Vielleicht bekomme ich heute auch guten Loot. Ich habe ewig keinen Loot mehr bekommen. Leider ist Aso nicht mehr da. Sonst könnte ich mich jetzt bei Aso beschweren. Weil der verteilt den Loot. Man sammelt nämlich, wenn man bei uns in der Gilde Raids mitläuft, dann sammelt man für jeden Boss, den man mitbesiegt, kriegt man Punkte. Und die Punkte kann man dann später eintauschen gegen Items. Aber die Items werden auch noch von der Gildenleitung, also vom Loot Council, verteilt, damit alles schön gerecht ist und so. Und ich habe jetzt schon länger nichts mehr bekommen und war aber in jedem Raid dabei. Das heißt, meine Punkte müssen eigentlich richtig hoch sein. Ich hoffe, gäbe es heute ein paar Drops, die da gute Moti bekommt für seine Meisterlocks. Ich kann euch ja auch mal meine Loks zeigen und im Vergleich zu den anderen und so. Dann könnt ihr mal sehen, wer hier der heftige Moti ist. Und ich bin neu in World of Warcraft. Die ganzen Noobs haben alle schon ihr ganzes Leben WoW gespielt. Ich bin erst der Classic dabei. Aber wir wollen hier aufhören zu flexen, ne? Wir wollen ja hier nicht den weirden Flex rausholen. Ich reg mich nur gerne auf darüber, dass ich nicht die Items bekomme, die ich haben möchte. Das ist halt so ein Hobby von mir. Und so einen habe ich ganz, ganz doll im Kopf, also im Auge. Also wir waren irgendwie 3 Raids oder so. Und der hat alle 3 Items bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Sogar die beste Axt im Spiel. Aber er fährt immer noch schlechtere Loks als ich und macht auch immer noch weniger TPS als ich. Und das ist mein großes Ziel, dass der mich niemals überholt. Wird er auch nicht. Wie kann man mich überholen? Geht gar nicht. Brauch gar keine Items mehr. Scheiß auf Items, Mann. Scheiß auf die Items.
Aber vielleicht gönnt ihr die Gildenleitung heute. Vielleicht gönnt ihr heute. Ich hoffe, diese coole Axt droppt und ich hoffe, ich bekomme die. Aber wer weiß. Wer weiß. Ja, die haben Angst, dass ich noch besser werde. Ich glaube, die halten mich zurück. Real Talk, Alter. Die haben Angst, dass ich alles hops nehme. Aber ein paar Leute sind ja echt süßies in der Gilde. Deswegen bin ich auch hier. Ja, wenn ihr nicht wollen, dass ich gehe, dann sollten sie aber eigentlich sich anders verhalten. Du weißt, ich war eine Zeit lang, war ich wirklich im Überlegen, ob ich die Gilde verlasse wegen der Scheiße. Aber man merkt jetzt auch schon, Naxxramas Szene, kaum, es gibt kaum noch Anmeldungen. Die Leute haben alles daraus, die Leute brauchen nichts mehr raus. Wir helfen den neuen Leuten nicht. Keiner meldet sich mehr für die Scheiße an. Und der gute Moti meldet sich für alles an. Ich bin überall dabei. Ich bin immer einer der ersten Anmeldungen. Ich mache alles mit. Ich bin immer da, ich bin immer pünktlich um 19.30 Uhr. Ich bin eigentlich ein Vorzeigemoti. Aber naja. Wir wollen uns hier nicht aufregen, ne? Läuft schon. Läuft schon. Ich hab ja Items und so. Läuft ja auch so. Kleiner Rant am Donnerstag. Noch einmal oben rum. Mal schauen, wie heute meine Logs werden. Aber im 25er sind meine Logs eigentlich alle schon ziemlich gut. Ich muss die im 10er verbessern. Es gibt hier alle Raids einmal im 10-Spieler-Modus und einmal im 25-Spieler-Modus. Und im 25-Spieler-Modus habe ich eigentlich schon überall sehr gute. Im 10er nicht, weil ich da ein bisschen verkackt habe mit Logs. Also ich habe 4 Bosse, die habe ich noch schlecht. Die ersten beiden habe ich das letzte Mal nicht gelockt. Da habe ich das zu spät angemacht, da habe ich es vergessen. Den einen Boss, ja, da konnte ich keine guten Logs machen, weil... Der redet mir gerade hier rein. Weil der Boss ist so, dass wenn... Also, wie erkläre ich das? Also die Tanks müssen erstmal ein bisschen Aggro ziehen. Und dann sucht sich der Boss in der Aggro-Liste Platz 2 und 3 oder 4 und 3 und 4 aus oder so. Und einer von denen kriegt random einen One-Hit rein. Und deswegen kommt es, muss man eigentlich, deswegen gibt es da halt 2 Tanks, damit der zweite Tank eigentlich das Ding abbekommt. Und eigentlich muss man deswegen als DD warten mit dem Damage machen. Und das letzte Mal habe ich gewartet, aber dann hat halt der Typ, von dem ich eben geredet habe, schon den ersten Hit gelangt und dachte ich mir, nee Mann, wenn der jetzt angreift, dann greife ich jetzt auch an. Dann habe ich einen Hit gelandet, aber der Hit war so mächtig, dass ich direkt im Agrometer auf Platz 2 war und direkt den One-Hit kassiert habe. Und dann lag ich die ganze Runde auf dem Boden. Und keiner battle-retzt mich auch, ne? Also keiner wiederbelebt mich. Schon ein bisschen ehrenlos. Gestern schon wieder, oder vorgestern, in Satarion im Raid. Wir sind halt Melee-Gruppe hinter einem Boss. Also da sind halt drei Drachen, die kommen. Und beim zweiten Drachen stand ich hinterm Boss mit allen anderen Melees. Und dann hat der Tank verkackt und hat den Boss einmal gedreht, sodass der Flammenatem in uns reinging. Und dann bin ich umgefallen. Wer wird natürlich wiederbelebt und nicht der Moti, der wahrscheinlich viel mehr DPS zieht? Ja, der, über den ich gerade eben geredet habe. Naja, ne? Naja.
Ich werde nicht gut behandelt in der Gilde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein paar Süßis gibt es ja dort. Süßis wie Aso zum Beispiel. Ja, das ist wirklich eine Feindschaft, Digga. Der wird bei, also gefühlt wird er bei allem vorgezogen. Er bekommt alle Items zurück. Er wird gerätzt anstatt mich. Was soll die Scheiße? Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass die Angst haben vor mir. Die kommen einfach nicht darauf klar, dass ich aus dem Nichts komme, nie World of Warcraft in meinem Leben gespielt habe und jetzt einfach alle Subs nehme oder so. Ich lese mal kurz den Chat hier. Ja. Ja, Battle Rats gibt es ja nur 2-3 Stück im Kampf. Man kann ja nur 2-3 Leute im Kampf wiederbeleben. Aber glaub nicht, dass der Battle Rats mal bei mir ankommt. Normalerweise werden ja auch keine DDs gebattle-ratzt. Die werden ja für die Heiler aufgespart und so, falls die Heiler down gehen. Aber in dem Fall war es mal wieder so. Und in dem Fall wurde ich mal wieder nicht wiederbelebt. Sondern dieser andere, der auch die beste Axt im Spiel bekommen hat. Und immer noch viel schlechtere Loks fährt als ich, aber was will man machen? Was will man machen? Also kann da auch nicht viel machen. Es ist halt eine Gemeinschaft und so, ne? Ich zeige euch die Loks morgen mal oder so. Denn ich habe schwarz auf weiß, Leute. Ich habe schwarz auf weiß. Man kann jeden einzelnen Skill, den man genutzt hat, oder wo man stand, es gibt eine Live-Map vom ganzen Kampf, von jedem Kampf, wo man stand, was man gemacht hat, welchen Knopf man wann gedrückt hat, alles steht da in den Loks, alles. Absolut alles. Alles, was man sich vorstellen kann und noch mehr. Das ist halt normal, ne? Wird halt nach Sympathie und sowas auch gemacht. Komm, noch 9 Fische, dann habe ich die 150 doch noch geschafft. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 9 Stück noch. Bisschen überzogen, aber YOLO. Ja, das Ding ist halt, ich rede auch nicht viel mit den Leuten, ne? Weil ich kann auch viele nicht so ganz ab. Es müssen halt die richtigen Leute sein, um mit denen zu connecten. Und mit einigen connecte ich halt in der Gilde nicht. Es gibt so Asu, dann gibt es noch so einen anderen, der heißt Jazel Trooper. Ist auch ein Retri-Paladin, habe ich letztens einen ganzen Roman geschrieben, wie man am besser den Retri spielt, weil er hat mich nach Tipps gefragt. Dann gibt es noch einen anderen Paladin, der heißt Jifu. Es sind eigentlich immer die Paladine, ne?
Dann gibt es noch Banzai, der ist auch super korrekt. BS Rentner. Der ist auch einer der Moderatoren. Ja. Und dann gibt es noch da hier und da noch eine nette Person, aber viele nicht, mit denen ich connecten kann. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber früher war die Gilde nicht so abgefuckt, finde ich. Und jetzt langsam regelt es sich auch. Also, ich war ein paar Wochen mega abgefuckt von den Leuten und von der Gilde. Aber jetzt nicht mehr so richtig. Also jetzt langsam geht es ein bisschen. Das war ja vielleicht auch für die Leute ein bisschen komisch. Ich komme aus dem Nichts. Die waren ja alle schon irgendwie da. Ich kam dann aus dem Nichts wieder zu Ende TBC in die Gilde rein und meinte so, ja, hier bin ich. Ich kenne Arthur schon seit 3 Jahren. Was geht, Leute? Und dann war ich im Damage Meter die ganze Zeit oben. Und das mit der PvP-Rüstung. Ich kam aus dem Nichts, hab das ganze Addon nicht mitgespielt. Und dann komme ich einfach, mach 3 Tage PvP. In 3 Tagen habe ich die beste Rüstung. Also habe ich eine komplett gute Rüstung. Nicht so gut, wie die man im Raid bekommen hätte. Aber die hat gereicht, um in jedem Raid ganz oben im Damage an der Spitze zu stehen. Und ich glaube, die Leute waren abgefuckt davon. Ja, was heißt Talent, ne? Ich spiele halt schon mein ganzes Leben MMOs und sowas. Also, seitdem ich 10 Jahre alt bin, ist halt klar, dass ich gut bin. Ich habe ja auch in meinem Leben nichts anderes gemacht. Aber wieso erfreuen die sich dann daran nicht? Wir können doch alle gemeinsam Spaß haben. Aber egal, wir wollen hier nicht zu viel die Gilde ranten, ne? Im Großen und Ganzen bin ich ja ganz glücklich. Also momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier G-Quit mal in den Chat schreibe, um die Gilde zu leaven. Momentan bin ich ganz zufrieden. Weil mein Problem war halt die ganze Zeit, dass ich abgefuckt davon war, dass die mir keine guten Items geben. Weil ich so halt keine guten Loks fahren kann und sowas, weil ich das Gefühl hatte, die halten mich die ganze Zeit klein. Aber jetzt habe ich ja meinen Ingenieur hoch, jetzt habe ich meinen Juwelenschleifen hoch, jetzt habe ich ein paar gute Items, auch wenn ich sie alle als letztes bekommen habe. Gefühlt als letztes bekommen habe, aber jetzt ziehe ich ja alle ab. Also jetzt juckt mich das mit den Items auch nicht mehr so richtig. Es wäre schon nicer, noch bessere Items für noch bessere Lok zu haben. Ich habe gesehen, DPS-Unterschied zwischen, wenn ich die beste Rüstung im Spiel hätte und die ich jetzt habe, wären so bei 600 DPS. Also von so 6500 zu 7000 und nee, ich glaube, ich mache gerade 6100 und das höchste ist irgendwie 6800 oder sowas. Ich glaube, ich bin bei 6150. Und ja, aber ich bin ja trotzdem schon gut. Ich hab glaube ich 3 oder 4 97er Logs. Das heißt, ich bin in den Top 4% aller Spieler weltweit Paladin. Gib mir EOS-Vibes. Da waren wir damals auch immer gut. Aber EOS ist halt trash as fuck geworden, seitdem spiele ich ja auch nicht mehr. Ich schaue jedes halbe Jahr für eine Woche rein, wenn überhaupt. Ja, EOS ist leider echt trash geworden. Und sie haben das Schlimmste getan. Ich sag's immer wieder, ich sag's jedes Mal. Sie haben das Schlimmste getan, was man als MMO tun kann.
Du kannst doch nicht einfach ein MMO resetten und alle Charaktere und alle Erinnerungen und alles, was man sich erspielt hat, einfach löschen und dann sagen, hey Leute, das ist unser neues Spiel, das ist einfach EOS nochmal, nur dass ihr alle keinen Speicher mehr habt und alle von Anfang an anfangen müsst. Hier bekommt ihr ein paar Bounds, die ihr vielleicht schon vorher hattet. Tschüss. Das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Ab da hatte ich keinen Bock mehr, sonst würde ich vielleicht auch irgendwie mal wieder reingucken. Aber seitdem die auch Buffs und alles auf Mounts haben und seitdem man das wahrscheinlich in jede Richtung min-maxen kann mit Geld und irgendwie Gachapon und irgendeiner Scheiße, finde ich das auch nicht mehr so nice. Früher war das noch ein schönes, cleanes System in EOS. Da war das noch nicer. Aber es ist ja leider nicht mehr so, wie es war. Und ich habe keinen Charakter mehr. Das muss man jetzt so aussagen. Der ist einfach nur noch, da kümmert sich, glaube ich, gar keiner mehr drum um das Spiel. Ja, was heißt spielen, wenn man zwei Knöpfe drücken muss, ne? Boah, diese Pygmäenschleifer, ne? Ich habe jetzt schon so viele. Das wird mir alles hier so viel Geld bescheren. Ja, ich weiß nicht, wie man Spiele immer so sterben lassen kann. Dass sie sich auch nicht schlecht fühlen. Ihr seht jetzt meine Raid-Vorbereitung. Ich muss noch ein paar Bomben, habe ich genug. Ich brauche eigentlich nur noch ein paar Geschwindigkeitstränke. Ja, wo ist mein Hund? Wo ist mein roter Panda? Wo ist mein roter Kimono, den ich mir gespielt habe? Guck mal, wie süß alles hier geschmückt ist. Und alles, überall in der Welt ist geschmückt, ne? Jedes Gasthaus, jeder Dungeon, alles ist geschmückt bei Events. Auch zu Halloween und immer. Das passt jetzt auch, dass das das Nordend-Update ist, also das Schneewelt-Update. Das passt jetzt zum Winter. Die Geschwindigkeitstränke sind jetzt bestimmt arschteuer. Warte, mein Freund ist gerade ausgegangen. A5 Gold. Ich weiß nicht, ob das günstig oder teuer ist. Weil jetzt ist halt Raid-Tag, jetzt sind die Preise hoch. Ja, dein Greif. Der legendäre Greif. Aber es ist ja noch in unseren Erinnerungen, ne? Wir können ihn zwar nicht mehr sehen, den schönen Greif, den du dir erfarmt hast, aber ich weiß auch noch der Moment, wo du mich hops genommen hast, Digga. Du meintest so, du willst das Gold wieder haben und ich so, nein Mann, ich darf das Gold nicht wiedergeben. Und du hast mich so genervt, dass ich dir das Gold dann irgendwann doch gegeben habe. Und dann sagst du mir, Digga, du solltest mir das Gold doch nicht geben. Und ich dachte mir, will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Oh Mann. Ja, Darius. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Komm, ich kaufe 20 Stück und dann sollte der Aal auch gelutscht sein. Ich denke mal, mehr als 45 Stück sollte ich nicht verbrauchen am Raid. Ich habe ein Rezept bekommen.
heißer Apfelwein. Mana. Mana? Das ist aber kein guter Mana. Also keine guten Mana-Dinger. Aber schön reinschlambulieren. Ich informiere mich auch später mal, was man beim Winterhauffest machen kann. Vielleicht gibt es denn morgen einen kleinen Winterhauffest. Stream, also 10 Minuten oder so, wo ich euch das Event zeige. Ja, ich habe ihn nicht bestanden, aber danach, also das war ein Test und danach hättest du von mir nie wieder Gold bekommen. Und wenn du gesagt hättest, deine Oma liegt im Krankenhaus und du brauchst das Gold, um ihre Rechnung zu bezahlen, Digga, du hättest von mir gar keinen Cent mehr bekommen von dem Gold. Das war schon süß, wie ich für dich gesammelt habe. Das war schon sehr, sehr süß. Ich liebe es, gesugart zu werden. Ich hieß halt Krümeli und hatte ein Herzchen im Gesicht. Ich glaube, das hat die Männerwelt einfach. Hat die Männerwelt einfach erobert. Mein Loli-Charakter. Da war ich eine Loli, bevor das Wort Loli public wurde. Ich war halt eine kleine Mage-Loli. Und dann war da irgend so ein Typ, der hat mich, glaube ich, gefragt, was ich mir denn gerne wünsche. Einfach random. Dann habe ich gesagt, ja, so ein roter Panda. Und dann hat er mir einfach den roten Panda aus dem Cash-Shop gekauft und mir gegeben. Aber irgendwie hat man es mit kleinen Menschen und Magiern, ne? Hier in World of Warcraft, es ist gerade voll laggy hier auch gerade, der Server laggt ja extrem. Hier in World of Warcraft sind auch fast alle Mages Gnome. Also fast jeder Mage ist ein kleiner, hässlicher Gnome. Meiner ja auch, kann ich euch hier zeigen. Ich bin auch einer von denen. Moment. Es lag gerade extrem. Hier, wo ihn genau? Das ist mein kleiner Gnomen-Magier. Er hat eine Weihnachtsmütze auf, noch von vor 2 Jahren oder so, oder vor einem Jahr habe ich die geholt. Die muss ich meinem Hauptcharakter auch heute noch holen oder morgen. Die Weihnachtsmütze. Ja, Darius, du wurdest nie gefragt. Nur weil dein Charakter ...... war. Ja, das wird der Grund sein. Das waren alles Rassisten einfach. Was will man machen? Aber jetzt, meine Freunde, glaube ich, mache ich den Stream aus. Papa muss jetzt in den Raid. Papa muss die bösen Monster töten, damit sie nicht zu euch ans Bettchen kommen. So ist das. Wir haben gestern in Evator, The Way of Waiter gehört. Ein Vater beschützt seine Familie, okay? Und ihr seid meine Stream-Familie. Ich muss... Und Papa kam nie wieder. Und ich muss die bösen Monster vor euch fernhalten, okay? Ich muss in die Schlacht ziehen und bessere Loks fahren als dieser Typ. Okay? Okay. Hier, warte. Gehen wir hier, hören wir uns ICE an. Da sind wir. Da sind wir, Leute. Mit diesem nice Song.
Oh ja, ich hab hier den Seitenscheitel. Schön, oder? Mit diesem schönen Song verabschiede ich mich von euch. Wir waren heute wieder erfolgreich am Angeln. 150 legendäre Fische haben wir geangelt. Ich habe einen Haufen an Pygmäenschleifer, die mich alle reich machen werden. Die 0,06% Schildkröte wurde uns heute nicht vergönnt. Mr. Frostsäbler saß heute den ganzen Raid, was laber ich hier? Den halben Stream lag er hier auf der Fensterbank und ihr konntet ihn begutachten. Aber jetzt verabschiede ich mit meinem Seitenscheitel. Und morgen komme ich mit gewaschenen Haaren und neuer Motivation zurück zu euch in den Stream. Und vielleicht wird die Schildkröte diesen Monat noch kommen. Wir werden es erfahren, denn ich werde jeden Tag um 18 Uhr einen legendären Livestream für euch machen, wo wir alle Spaß haben können. Und vielleicht haben wir morgen auch schon Kanalpunkte oder vielleicht auch erst übermorgen. Mal schauen. Wir sind ja vielleicht jetzt erst bei Tag 6, dann ist morgen Tag 7 und übermorgen gibt es eine geile Kanalpunkte, wo ihr geile Sachen mitmachen könnt. Aber jetzt war es erstmal. Eine Stunde 40 habe ich für euch gestreamt und heute gab es auch ein Minecraft-Stream. Vielleicht gibt es morgen wieder ein Minecraft-Stream, werden wir ja sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr alles haben. Ja. Peace, Leute. Tschüss. Ich liebe euch.